Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei der X und Y Randomizer Soulink Challenge. Mit Bennett und Paul. Mit Paul und Bennett. Yay. Beim letzten Mal haben wir erfahren, dass der hier nicht froh ist, im Gefängnis zu sein. Und jetzt wollen wir Flordelis besiegen. Wer ist nicht froh im Gefängnis? Wo bist du? Ich hatte Wasser nicht da, wo ich war, ne? Ach ja, stimmt. Ich bin hier schon bei dem Riesen im Knast. Ach ja, stimmt. Ich habe gerade die beiden, die lila und die grünhaarige mit den coolen Brillen besiegt. Ah, ach so, okay. Oh Gott, ich weiß doch nicht mehr, wo man lang muss. Da sind Pfeile auf dem Boden. Ich glaube, die haben dir den Schalter zum Anfang irgendwie geöffnet und du musst jetzt wieder zum in die Mitte irgendwie. Ja. Jetzt die Sache. Okay, das war schon mal falsch. Ich muss jetzt gegen ein paar Admins kämpfen wahrscheinlich. Ja. Oh, ja, da kommt ja erstmal noch der Typ mit dem weißen Gesicht. Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas mit X war es, glaube ich. Muss ich den Teleporter hier nehmen? Oh, hier ist ein Item. Ah, nett. Energiestaub. Nice. Ihr müsst nämlich wissen, beim letzten Mal hatte Paul ein paar Probleme mit seinem Emulator, weswegen wir nicht aufnehmen konnten. Und diesmal hatte ich Probleme mit dem Emulator, aber jetzt geht es anders. Ja, ich musste Citra nochmal neu installieren. Ah, shit. Veronica ja, heißt er, wusste ich's doch. Team Flare Crystal. Oh nein, er hat Metagross. Oh, das ist so eklig. Hallo Lex. Schön, dass Sie auch da sind. Ja, die kommen doch immer wieder. Jetzt hat sie's entspannt. Das ist halt blöd, man kann halt vor der Aufnahme nicht mal kurz ein Dings ausprobieren. Warte mal, bin ich auch Psycho? Ja, ne? Wer ist Psycho? Sonnenfeld ist Gestein-Psycho, nicht Gestein-Feuer. Gestein-Psycho, ja. Das heißt Psychogenese. Stab! Und macht sehr viel Schaden. Ich hab das Metagross gewonshottet. Das ist gut. Ich besiege bestimmt auch das Expert gleich. Warte. Ich wurde vergiftet. Jetzt Psychogenese. Und. Och, kein One-Shot. Oh. Das ist aber traurig. Ich halte mich übrigens mit meinen. Welche Spiele habe ich hier gespielt? Jetzt erstmal doch zurück, weil es gerade, ich glaube, die Basis könnte ein bisschen gefährlich werden. Deswegen warte ich damit lieber noch ein bisschen. Okay, darf ich dir trotzdem eine Story von heute Morgen erzählen? Oh, das aber natürlich, so natürlich. Ich habe gerade. Okay, also ich war so, oh cool, ich habe noch Brötchen von gestern. Oh, die sind so ein bisschen labbrig. Na gut, kann ich hier sie ja warm machen? Hab ja erst überlegt, ob ich sie im Backofen warm mache. Dann habe ich so geschaut, ich habe in meiner neuen Wohnung eine Mikrowelle. Die ist da irgendwie schon gewesen und ab und zu benutze ich die auch mal. Ich kenne mich halt eigentlich nicht mit Mikrowellen aus, weil, naja, wir hatten halt früher keine. Das heißt, ich bin noch ein richtiger Mikrowellen-Noob. Stimmt. Auf jeden Fall sind da so verschiedene Tasten und die eine Taste sah aus wie ein Brötchen. Da war ich so, ey, cool, man kann damit Brötchen wieder knackig machen. Also habe ich zwei Brötchen in die Mikrowelle getan, auf einen Teller gelegt und diese Brötchenfunktion angemacht. Und dann hat es irgendwann gepiept und gesagt, turn. Dann habe ich die Brötchen umgedreht. Dann bin ich kurz wieder rausgegangen. Dann komme ich wieder rein. Und mir kommt so ein sehr interessanter Geruch und Rauchschwaden entgegen. Ja, ich habe es geschafft, Brötchen in der Mikrowelle anbrennen zu lassen. Okay, pass auf, ist noch nicht vorbei, warte ganz kurz. Noch der letzte Turn, ich habe sie dann halt rausgenommen, geguckt, ob man das irgendwie vielleicht noch abschneiden kann, aber die waren einfach steinhart. Also, selbst wenn sie nicht angebrannt gewesen wären, sie waren einfach dann steinhart und ja. Oh, scheiße, schwierig. Mann. Dann bin ich zum Bäcker gefahren und habe mir neue Brötchen geholt. Dann müsste ich jetzt zum Bäcker gehen. Hatte ich frische Brötchen, aber es hat geregnet. Ich bin nass geworden. Oh. Ja, das war meine Mikrowellenbrötchen-Geschichte. So. Aber nass geworden ist ein gutes Stichwort. Weißt du nämlich, wie man Brötchen richtig wieder knackig macht? Ja, eigentlich in den Ofen und halt so ein bisschen befeuchten. Genau. Aber ich war zu faul für Ofen. Ich dachte, wenn das schon so eine Option da hat, kämpfst du noch mit mir? Nein. Ich muss hier raus. Ich bin so lost, Bennett. Ach, du kriegst das schon richtig? Nein, hier sind diese maskierten Judies. Ich mochte deine Brötchengeschichte, aber jetzt muss ich dich kurz eine Sache fragen. Ich habe hier den roten Knopf und den blauen Knopf. Und einer zerstört die Waffe und einer schießt die Waffe ab. Aber im Endeffekt ist ja egal, welchen man drückt. Welchen soll ich drücken? Immer blau. Immer blau. Rot ist viel zu gefährlich. Dann drückst du rot. Na toll. Blauer Knopf heißt. Du hast es getan. Du hast es wirklich getan. Du hast den blauen Knopf gedrückt. Ich gratuliere. Die ultimative Waffe aktiviere ich trotzdem. Okay, blau wäre der richtige Knopf gewesen. Okay. Ich hab ein Pokémon-Center quasi gefunden, also diese Betten. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Aber wo muss ich hin, verdammt? Oh no, ich bin auf ein random Dings gelaufen. Okay, nicht so schlimm. Ach, du schaffst das schon. Da ist noch ein Item. Ich will das Item noch haben.
kommt man zu dem Item? Das könnte ja ein Meisterball sein, die wir ziemlich oft benutzen in diesem Format. Ey, wenn ich mal einen Meisterball bringen würde, ich würde den sofort benutzen. Nein, würde ich nicht. Ich könnte noch keinen einzigen sinnvoll einsetzen. Ach, oh, Paul, ja. Die Erde geht unter. Also, sie geht auf. Gerade. Okay. Die Steine kommen aus dem Boden. Und die Erde ist aufgegangen. Die goldene Waffe prahlt. Nein, da wollte ich nicht hin. Oder wollte ich da doch hin? Nee, wollte ich nicht. Boah, ich, du kannst die Folge, glaube ich, einfach Paul verirrt sich 50 Mal oder so nennen. Okay, klar. Das klingt auf jeden Fall cooler als die ultimative Waffe zerstört alles. Oder oh, Kampf, oh, oh. Oder Kampf nee. Gegen Flordelis. Gelber Teleporter? Das klingt eigentlich gut, oder? Muss ich zum Fahrstuhl? Ja. Ohne den Liftschlüssel kann der Fahrstuhl nicht benutzt werden. Naja, du musst noch gegen die Blauhaarige kämpfen, glaube ich, damit du den Liftschlüssel kriegst. Und die war oben rechts irgendwo, glaube ich. Ah, okay. Also ich bin jetzt ganz am Anfang. Labor von Flordelis. Ja, der Weg war irgendwie links rum um den Fahrstuhl, dann nach oben und dann nach rechts. Und da war die Blauhaarige, glaube ich, irgendwo. Und die gibt dir den Liftschlüssel, glaube ich. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Okay, okay. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Extrem. Wir hatten auch jetzt wirklich eine lange Pause, weil mein Chess-Programm nicht funktioniert hat. Ja, das ist wahr. Und das wieder repariert. Und da war noch Weihnachten und Silvester und alles. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Ja, stimmt. Hattest du denn insgesamt eine schöne Zeit? Ja, Weihnachten und Silvester war sehr schön. Hatten wir uns ja schon drüber ausgetauscht. Ja, muss ja auch. Ja, ich dachte, ich frag nochmal onscreen. Ja, ja, ja. Kommt da ja noch eine spannende Information oder so? Nee, nichts weiter Spannendes. Warte, hier war ich schon. Wo muss ich denn jetzt hin? Ist das jetzt oben rechts? Ey, du bist nicht der Einzige, der jetzt verwirrt ist. Also, ich bin jetzt wieder bei Lila und Grün. Sagt ihr mir noch irgendwas Krasses? Ich bin jetzt auch wieder am Anfang. Energie freisetzen, bla bla. Ach so, jetzt muss ich nach Cromlexia, lol. Okay, ergibt Sinn. Muss man hier runter? Ich bin da jetzt. Oh, hier ist noch eine Tür. Aber da komme ich nicht rein, weil ich in diesen Dings gescheckt werde. Das ist ja fies. Das heißt, ich muss irgendwie nach da. Das heißt, ich muss irgendwie durch einen Teleporter. Cromlexia hier. Ha. Oh, noch ein Item. Nice. Also wir sind Zauberwasser. Auf jeden Fall, wir wissen auf jeden Fall beide, wo wir hin müssen. Und haben genau eine Ahnung von allem. Klar, so wie immer in unseren Souling-Challenges, wenn wir in irgendwelchen komischen Basen unterwegs sind. Hat Gold und Soul Silver war nicht so kompliziert. Oh, Ja, okay, aber das hat man auch schon ein paar Mal gespielt, ne? Ja. Ich denke auch. Ich glaube, hat Gold und Soul. Neuer Trainer. Warte mal. Nein, das ist die falsche Steuerung. Ich will nicht mit dem Schiebepetty Roller Skates anmachen. Nicht? Nein. Das muss ich aber jetzt mal ändern hier. Emulation. Moment. Steuerung. Hier. C-Stick. Da. Der hatte Eiszahn, glaube ich. Schiebepad. Aber egal. Da. Nee, das ist irgendwie. Das auch hast du falsch. Gegen den Roller. Ich will ja manchmal mich auch normal bewegen können mit dem Itemradar. Aber dann gehst du halt über die über das Steuerkreuz halt rum. Ja, aber irgendwie, wo ist das Steuerkreuz? Ach, da ist das Steuerkreuz! Ah! Oben rechts. Ich habe das Steuerkreuz gefunden. Sehr gut. Oh nein, er setzt Autonomie ein. Jetzt ist er schneller und leichter. Problem ist nicht, nach meinem Update hat sich meine Controller-Setting alles resettet. So, Autonomie. Schneller und leichter. Ich wünschte, ich wäre schneller und leichter. Echt? Ja, stell dir mal vor, ich wäre schon. Obwohl, leichter wäre vielleicht nicht so gut. Ich bin ja eh schon so ein Hungerhaken. Ich ja auch. Aber ein bisschen schneller könnte ich schon sein. Ach ja. Ach ja, das Pokémon existiert. Hydragil. Oh ja. Oh, ja. Ja, ja. Oh ja. Ist eins von diesen. Ach oh, ja, ja, Pokémon. Mhm. Das erinnert mich daran, was für ein schwacher Champ einfach Lauro war. Das macht mich traurig. True. Diese Flank und so auch, ne? Das war echt ein bisschen traurig. Ja, ich meine, N und vor allem GZS war einfach viel krasser. Ja. Aber ja, ja, jetzt kann ich es ja erzählen. So, ja, bitte. Pokémon haben wir inzwischen beide durchgespielt. Ja. Da kommt demnächst übrigens noch eine tolle Podcast-Folge, wo wir darüber reden werden. Die wird witzig.
Ja, und zwar, warte, was wollte ich sagen? Genau, ich habe mit Bella inzwischen das allererste Chanté durchgespielt. Ah, schön. Die Overworld ist fucking nervig, weil ständig irgendwo Gegner unter einem spawnen und man kann ihnen schlecht ausweichen und das ist einfach alles ein bisschen eklig. Aber die Tempel machen extrem viel Spaß, es spielt sich ein bisschen wie Zelda, so ein Tempel, und die Musik ist gut. Aber alle Bosse sind Pipifax, außer der letzte, der ist ein klein bisschen herausfordernder, aber die Bosse sind wirklich, ja, ein Witz. Ansonsten... Story? Story ist okay, es ist halt... Oh Mann, Risky Boots will eine Dampfmaschine herstellen. Ich suche mal in jedem Tempel einen der vier krassen Steine, die dafür notwendig sind. Oh Mann, nach dem letzten Tempel klaut sie mir alle. Wer könnte das noch kommen sehen? Wow. Ja. Alles klar. Und da ich weiß, dass es im vierten Teil, den ich schon gespielt habe, auch um die Dampfmaschine geht. Ja, aber das scheint ein sich wiederholendes Ding zu sein. Ja, ja, aber wir haben den zweiten Teil jetzt angefangen zusammen und da geht es nicht um die Dampfmaschine. Ey, cool. Da geht es um, warte, was geht's nach? Um irgendeine antike Genie-Magie, die in der Lampe versteckt ist und ich muss die drei heiligen Kugeln sammeln und ich, ohne die kann man die Lampe nicht reaktivieren und ich habe die Vermutung, dass wenn ich alle drei Kugeln gesammelt habe, Risky Boots sie mir wegnehmen wird. Könnte passieren. Ansonsten habe ich alleine Kirby's Planet Robobot angefangen. Das ist der direkte Nachfolger von Kirby's Triple Deluxe, ist auch die gleiche Engine und ist sehr, sehr spaßig. Weil Kirby riesige Roboter steuern kann, mit denen er dann wiederum Gegner scannen kann, statt sie einzusaugen. Und die Roboter kriegen dann andere Fähigkeiten, was ziemlich spaßig ist, weil du dir einfach vorkommst wie so ein richtig OP-Monster, das einfach durch das Level crasht. Sehr spaßig. Nice. Oh, ich habe die blaue gefunden. Hallo. Sehr gut. Diesmal also allein unterwegs. Du hast also deinen Pokémon auch vergessen. Sowas aber auch. Hahaha. Mit deinem Mega-Ring kann man Sachen machen. Huhuhehe. Huhuhehe. Ja, sie lacht immer so zwischendurch. Ach so. Die Flagge. Ich find's cool, dass sie alle auch eine unterschiedlich designte Brille haben. Ja. Wir wissen ja, sie sind alle in ihrer VR-Welt und wissen gar nicht, was abgeht. Sie denken, es ist ein Spiel, ne? Ja, genau. Ja, hier ist auf jeden Fall geschäftiges Treiben. Geschäftiges Treiben in Cumlexia. Du musst dir vorstellen, hier sind, keine Ahnung, 12 Bürotische mit, ich glaube, das sind keine Laptops, das sind alles Aktenkoffer. Und keiner der Personen sitzt am Schreibtisch, sondern sie stehen im Raum rum und schlaufen nach links und rechts. Also das ist auf jeden Fall... Geschäftiges Treiben. Sehr geschäftiges Treiben. Der hat gerade Ladevorgang und dann Staffette eingesetzt. Interessant. Oh mein Gott, und er hat einen Dragoran. Und damit hat er meine Bodenattacke gekontert. Krasser Scheiß. Die Tactics. Jetzt hat er plus einen Spezialverteidigungs-Dragoran. Wow. Was soll ich nur tun? Muss ich jetzt schon gegen Flordelis kämpfen? Oder? Nee. Ich glaube, ich muss zweimal gegen Flordelis kämpfen. Ja, insgesamt muss man zweimal gegen... Also, wir haben doch auch schon einmal gegen ihn gekämpft. Aber ich glaube, man muss jetzt auch nochmal zweimal kämpfen. Einmal ohne Mega und einmal mit Mega. Aber das ist noch nicht der Bereich, wo wir gegen ihn kämpfen. Ich glaube, wir müssen erstmal nochmal gegen ein paar Admins kämpfen nochmal. Und danach holt er seinen super Roboter mit den drei Armen. Oha, er hat mich mit Drachenstoß zurückgeschreckt. Ein Crit würde töten. Sag sowas nicht, sag sowas nicht. Nee, das heißt, ich muss auswechseln, weil ich sonst das Risiko habe, dass ich besiegt werde. Okay. Pokémon dürfen nicht mehr existieren. Ach so. Das ist echt nervig mit dem +1-Spezialverteidigung. Als ob der so krasse Taktiken hat, Mann. Man kämpft dreimal gegen Flordelis, wie es aussieht. Ah. Good luck. Ich frage mich, ob er jetzt andere Pokémon hat. Oh, hat er beim ersten Mal einen Forstalker? Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich weiß auch nicht mehr, was er beim ersten Mal bei mir hatte. Aber ich habe Glurak vorne, also das ist okay. Aber ich schätze, dass die immer unterschiedlich sind. Hoffe ich auch. Es wird cooler. Oh, hey, meine macht auch Autonomie. Heute ist die Autonomie-Folge. Ich hab's besiegt. Sehr gut. Ja. Kein Dragon mehr. Level 50. So. Ach ja, ey. Jetzt darfst du dich um Plusse kümmern. Hättest du es mal nicht besiegt. Jetzt kommt bei mir ein Dragoran. Witzig. Aber meins kam immerhin nicht mit erhöhter Spezialverteidigung in den Kampf. Ja, ich war echt so ein bisschen, oh. Aber war nicht so schlimm. Ich habe dann gemerkt, dass Dialga ja doch eine physische Drachenattacke hat, also. Oh, ist kein Nassschweif. Alles gut. Was? Hattest du Glurak noch vorne? Nee, ich hatte Mogelbaum vorne, weil ich ausgewechselt habe zum Flugtyp. Aber Steinkante hat es gewonshottet, also alles gut. Nassschweif ist ja kein Step. Ja.
Ich vergesse auch immer, dass Muggelbaum nicht Bodengestein ist, sondern nur Gestein, ne? Er ist nur Gestein, ja. Ja. Wer es Bodengestein hätte, dann das Schweif ist wahrscheinlich getötet. Ja, genau. Der hat aber auch coole Pokémon hier noch. Rabigator. Das ist schon nice. Warum gerade die Lizimi so freundlich? Bravo, du hast es geschafft. Naja, weil die Forscher eigentlich so... Wie gesagt, für die ist das ein Spiel. Okay. Die sind alles so voll klar drin. Niu. So, jetzt muss ich wieder zum Lift. Genau, und dann musst du in Etage 1 oder 3. Mhm. Ich glaube in Etage 1 oder so. Hooper. Hooper ist Geist und... Nee. Geist Psycho, oder? Hooper ist Geist Psycho, ja. Okay, dann Cold und Licht. Ja, und danach redest du mit dem, dann gehst du wieder in eine andere Charge und drückst einen Knopf. Und dann musst du nach Komlex hier. Cool. Hallo. Und ich habe Claudelis das zweite Mal besiegt. Woo. Woo. Mensch. Und er sieht nicht glücklich aus. Das ist ein sehr trauriger. Nee, ne? Das heißt, ah, da kann ich mich jetzt ein bisschen entspannen. Genau, jetzt kannst du ein bisschen Story angucken. Sie handelt von einem Pokémon und einem Mann, die eine tiefe Freundschaft verband. Ah. Ich hätte es übrigens sehr hart gefeiert, wenn das Pokémon einfach so ein Carpador gewesen wäre. Und dann kommt Carpador so am Ende der Story-Sequenz richtig derpy angeflogen statt Floyd. Das wäre so witzig. Müsste man mal ein Meme Mod. Machen. Ein Mod, eine Parodie. Oh ja. Beilen wir uns. Okay, was glaubst du, ist das unser legendäres Pokémon? Oh, ja, stimmt. Ja. Oh, das zählt ja nicht als legendäres Pokémon in Komlexia, ne? Das zählt ja als Static Encounter, legendärer Encounter, was auch immer. Auf jeden Fall dürfen wir es fangen. Ja, wir dürfen es fangen, weil wir in Komlexia haben wir auch nichts gefangen, oder? Ich glaube nicht, nein. Da gab es ja kein Wasser oder so. Oh, ist das dein Ernst? Mewtwo? Oh. Hat er noch im Team? Oh, ja, hier ist ein Doppelkampf. Mewtwo und Apokwalip. Ich habe leider Glurak vorne, das heißt, ich müsste schon austauschen. Und fucking Serena hat nur ein Inikoro. Hm. Aber ich hole einfach mein Kurama. Floyd ist wieder am Leben. Wie schön. Doch der Schmerzer. Das tief in seinem Herzen und in seiner Brust tobte doch immer der Zorn. Oh, das ist so traurig. Schon irgendwie. Voller Hass auf die Welt, die ihm sein geliebtes Pokémon genommen hatte. Hey, Mewtwo weiß nicht, was ein Zoroark ist. Ich hab nämlich extra Wachomai hinten. Nice. Damit habe ich ja damals auch Ultra Necross mal besiegt, einfach mit Zoroark und Rasaf. Es hat immer sein Foto Gazy oder was ist das gemacht und Ja. Fand ich super. Ist halt immer noch nur eine dumme KI. Ja, aber so dumm. Ja, so dumm. Ich meine, der Kampf wäre wahrscheinlich schwerer geworden, hätte ich das nicht gemacht, aber ich dachte mir, komm, wenn ich es jetzt schon habe, war vorne, dann kann ich das auch machen. Warte, was? Sie ruft ihr Pokémon zurück, lol. Ah ja, ein Plusel, klar. Hol das Plusel, das wird uns jetzt helfen. Wie viele doppelte Pokémon wir heute einfach schon hatten. Ist auch ein Plusel. Zephyr Stalker, zwei Dragoran. Ja, das Plusel hat dem Dragoran die Stingsbums gegeben. Den Ladevorgang. Ach so. Ja, deswegen. Witzig. Dann kommt bei dir bald ein Apokwalip. Okay. Ja, Machomai ist Level 1. Ach nee, nicht Machomai, Entschuldigung, jetzt habe ich mich selber getreut. Zoroark ist Level 51. Oh, ihr Rotznasen! Ja, ich weiß. Ich hab Schnupfen, tut mir leid. Geh lieber ein bisschen 5 Meter Abstand. Glaubst du, Rotznase hat man früher wirklich zu Kindern gesagt, die Schnupfen hatten? Schon, oder? Ich meine, wahrscheinlich, oder? Das wird ja nur Sinn machen. Sonst würde es ja gar keinen Sinn ergeben. Folge mir. Bände 2022. Mit dem sprechen. Was? Hallo. Du musst den Schlüssel zurückerlangen, die ultimative Waffe darf nicht zum Einsatz kommen, es wird nur alles wieder vergehen oder du willst denselben durch den Schmerz spüren, der mich schon so lange plagt. Nein, das willst du nicht. Das will ich nicht, dann folge ich jetzt vor dir. Ich will diesen Schmerz auch nicht spüren, das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Ja, und das klingt echt nicht gut. Nicht gesund auch nicht. Nein. Schmerz ist nie gesund. OG1 oder OG3?
Okay, jetzt musst du, nachdem du den Knopf gedrückt hast, Nee, ich hab den Knopf noch nicht. Dann musst du zu 2. Nee, 2 war ich. Dann ist es 1. 3. Nee, 3. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich fliege jetzt ja eine Runde auf Logok. Viel Spaß. Danke. Logok? Doppelkampf, Logok. Fliegst eine Runde auf Logok? Herkules setzt Fliegen ein. Ah, okay, jetzt ergibt alles Sinn. Ja, stimmt, du hast gedacht, ich setze mit Logok Fliegen ein, aber ich habe gar keinen Logok. Ja. Oho, ich habe schon so viel von dir gehört, ich habe dich bereits erwartet. Hallo. Ist dir schon mal aufgefallen, dass er eine blaue und eine weiße Hand hat? Ja, denn der einen hat er einen Handschuh. Ja, genau. Oder hat zwei verschiedene Handschuhe. Ich glaube, es ist nur ein blauer Handschuh. Aber dann, er muss zwei Handschuhe haben, kein Mensch hat weiße Hände. Also, er hat doch auch ein weißes Gesicht. Ach so, ja, aber sein Gesicht hat sich angemalt. Ach so, okay. Dumba, Serena, ja. Sana, was machst du denn hier? Wir sind schließlich Freunde und Freunde lassen einander nicht im Stich. Oh, es tut mir leid, du hast bisher durchgeschlagen, wo es so gefährlich ist. Jetzt kann ich ja ein bisschen vorlesen, bist du ein bisschen hinter mir, deswegen passt das. Ja, mach mal ein bisschen Story. Ich habe deine Gefühle nicht berücksichtigt. Du hast recht, wir sind Freunde und sollten zusammenhalten. Das klingt fast wie so eine My Little Pony Folge hier. Dumbatz, sie kann... Oder jeder andere Freundschaftsanime. Ja, okay. Sie kann mit uns mitkommen, nicht wahr? Nun... Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst. Nein, ich will sie nicht dabei haben, weil es ab hier immer gefährlicher wird. Aber es ist viel gefährlicher, wenn sie allein zurückgeht. Sehe ich eigentlich nicht so. Sie hat es hierher geschafft, also... Lass uns alle gemeinsam gehen. Okay, danke. Yay. Ja, so, das war schon die Story. Warte mal. Denk dir noch was aus. Ja, dann renn doch auch mit und bleib da nicht stehen. Oh. Was war das für ein Ruf? Warte, mach noch mal. Ich hab keinen blassen. Hypno. Au. Ja, okay. Also es hat Angeberei eingesetzt, das ist nicht gut. Nein, nee. Ich hab mich selbst angegriffen. Das ist nicht gut. Dieser Team Flair-Rüppe ist voll drin. Flair! Flair! Team Flair! Sagt sie. Ist das nervig. Ich glaube, das ist einfach eine Top-Genesung. Ja, aber es hat nicht den schlechtesten Spezialangriff. Ja, ist okay, ja. Highlight um 1. Es ist jetzt auch schon das zweite Elektroball, was ich hier bekämpfe. Oh mein Gott! Es hat einfach Angeberei und Psycho Plus. Oh, wow. Nicht schlau. Aber es ist halt ein spezielles Mod, deswegen macht es sich so ein bisschen. Schmeichel Psycho Plus wäre richtig cool. Ich bin dumm, ich hätte austauschen sollen. Oh, und es setzt wieder Angeberei ein. Aber immerhin bin ich jetzt auf plus 4. Das heißt, wenn ich jetzt durch die Verwirrung durchkomme, dann ist es sowas von Badge. Das ist gut. Komm schon. Yes! Ja! Elektroball setzt Finale ein, während ich unter der Erde bin. Lol. Aber eine Koro ist gestorben. Oh, was? Nein, ist nicht meins. Ist von Senna. Serena. Ach, alles gut. Das ist gerade so. So lalala ist gestorben gesagt. Ja, weil es ja nichts Wichtiges war. Ja, ja, okay. Okay, wie stark ist denn das? Unglaublich, einfach nur unglaublich. Bla 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 bla. Krieg beendete, törichte Menschen, roter und blauer Knopf. Also mache ich jetzt rot, ne? Ja. Du zerstörst die Welt wirklich. Typisch Pokémon X-Spieler. Nee, warte mal, X ist ja Leben. Ja. Du hast es getan, du hast wirklich getan, du hast einen roten Knopf gedrückt für dich in aller Hand. Oh, das ergibt Sinn, die Farben sind anhand der Pokémon. Blau ist Leben, deswegen Waffe abschalten, rot Y ist zerstören, Waffe aktivieren. Ja. Macht Sinn, denke ich. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal die Waffe aktiviert. Ja. Soll ja auch ein bisschen spannend werden, ne? Ja, ja, klar. Wir wollen ja schließlich die Welt retten, aber nachdem wir sie erst zerstören. Ja. So, wir tauschen mal aus hier. Oder ein bisschen was zerstören, damit es auch ein bisschen dramatisch ist. Ja. Wie die Häuser einfach so nach hinten umfallen. Finde ich super. Also als ob die einfach nicht so raufgestellt sind und nicht wirklich grundfest auf dem Boden. Ja, das sieht wirklich so aus. Egal, wir müssen die ultimative Waffe stoppen. Ja, aber Sana sollte doch mitkommen, oder? Wo ist sie denn? Ach, da ist sie, ja. Ein elektrisches Schloss. Es leckt auch gar nicht. Was machen wir da? Weißt, das geht so. Ab und zu so ein bisschen, aber jetzt hat es sich eingegroovt. Das ist gut. Das ist meistens immer beim ersten Mal, wenn man ein neues Gebiet oder eine neue Cutscene macht. Ja. Wenn man mal beim Rätsel nicht weiterkommt, löst diese Maschine es für einen. Ich habe sie von Citro bekommen. Sie funktioniert allerdings nur ein einziges Mal.
Was für ein Scheiß. Hey, ich habe hier eine Maschine für dich, die jedes Schloss öffnen kann, aber nur einmal. Das nennt man auch Bombe Citro. Elektrische Schlösser und Rätsel sind ja im Prinzip das gleiche, oder? Ach so, sie löst sogar irgendein Rätsel. Ach so, wow. Das heißt, ich könnte einen Rubik's Cube einfach vor diese Maschine machen, die dreht sie und dann explodiert sie. Das ist ein Scheiß. Das Schloss ist aufgegangen und die Maschine ist wirklich hinüber. Wow, Sana, du und Citrus Maschine, ihr seid beide auf jeweils eigene Art sehr beeindruckend. Ich bin nicht sicher, ob das ein Kompliment war. Ich muss jetzt direkt nach Komlexia, ne? Ja. Fuck, hier ich hab kein Pokémon, das fliegen also kann. Endlich. Das ist doof. Dort drin ist das legendäre Pokémon. Helfen wir ihm. Müssen wir ihm helfen? Ich will es eigentlich fangen. Wann haben wir eigentlich angefangen mit aufnehmen? Wir sind jetzt seit knapp einer halben Stunde dabei. Ja, geht das ja noch hier, ne? Ja. Ich geh mal rein, ne? Jetzt kommt hier der Bossfight plus. Okay, sieht ziemlich cool aus schon mal. Dann retten wir. Ach, ich darf Pokémon Center finden. In Komlexia ist. Nee, nicht in Komlexia. Ich muss ja in Komlexia kommen. Ich muss in Lumina City in Pokémon Center. So, stimmt. Das ist ja das Schwierige. Suche Taxifahrer. Das ist der am tiefsten. Nee, ich habe eins gefunden. Alles gut. Gut. Punkt der Basis. Irgendwie bekomme ich kaum noch Luft. Hey, ist dieses Kokon-ähnliche Ding dort das legendäre Pokémon? Pokémon. Es sieht nicht so aus, als wäre es am Leben. Ja, es symbolisiert ja auch den Tod. Oh, wo kommt ihr denn plötzlich her? Hi. Fireball. Das geht euch überhaupt nichts an. Die ultimative Fireball. Ja, da stehen 6 Gegner auf dem Klumpen, das lohnt sich doch voll. Ja, das ist wirklich gut. Die ultimative Waffe hat bereits 99% der Energie absorbiert. Ja, okay. Oh nein, sie wollen uns an den Kragen. Hilf, ich will hier weg. So. Mich. Nach Krumlexia. Was ist das hier? Ja. Aha. Ich muss jetzt gegen 4 Admins hintereinander kämpfen. Cool. Oh yeah. Spaßig. Team Flair. Oh, ein Rihornior. Gefährlich. Lol, ich konnte, als noch Blackscreen war, durfte ich schon nach oben drücken und in das Pokémon Center reingehen. Man hat schon das Geräusch gehört, obwohl es noch dunkel war. Pokémon-Spieler, habe ich recht. Yay. Yeah. Ja, Emulator vor allem. Okay. So. Wem darf ich den Hinterversohlen? Allen. Hier ist die ultimative Waffe. Wo muss ich hin? Nach oben links. Nach oben links? Okay. Hallo, du. Ben links. Okay, N. Togekiss. Ah, cool. Oha. Das ist ein netter Pokémon. Warte mal, N? Nee, sie heißt N, also A-N-N. Ah, lol, ich dachte schon. Das wäre ja cool, das wüsste ja, dass N wirklich hier irgendwo im Spiel zu finden wäre. Ach so, so sind die gerandomized. Ich glaube. Die Namen sind einfach vertauscht. Ja, das ergibt voll Sinn. Ja, ja. Ich war mal so, wow, wer hat sich die Mühe gemacht, so ganz viele Namen reinzuschreiben, damit die Namen bekommen? Aber die Namen sind einfach vertauscht. Ja, deswegen ja Randomizer. Ja, ja, voll, das ergibt ja auch voll viel Sinn und so, aber ich dachte irgendwie immer, ich hab das, ja, nee, ich hab's immer anders gedacht. Oh, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ich hätte so viele verrückte Namen aufgeschrieben. Mhm. Döner, Dennis, Kallen, Kralle, Kurt, Schmort, Henry. Henry! Henry finde ich gut. So ein verrückter Name, nicht wahr? Richtig verrückt, ja. Giflor, Giflor. Der eine Henry, der unser Let's Play guckt. Mein Name ist nicht verrückt. Ich würde ja so gerne mal mehr mit Smetbo machen, aber irgendwie hat es gerade nur schlechte Matchups. Ja, verstehe. Logischerweise, da die Gegner jetzt ja alle voll entwickelt sind. Es hängt halt voll hinterher mit den Leveln. Weil ich es gerade aber nicht benutzen kann. Welches Level ist es denn? 48, alle anderen sind schon 50. Oh, ja, gut. Ja. Meine sind alle so zwischen 50 und 53. Aber nur eins ist 53, weil Glurak ich gerade. Okay, 350er, 251er, 153er. Okay. Nehmen wir doch mal wieder Demeter. Miltank. Miltank, Schmiltank. Hast du dich gerade mal meinen Miltank lustig gemacht? Nö. Okay. Gut. Ja.
mich ein auch. Ein Symbolarer mit einem Inkognito I auf dem Kopf. Ach ja, stimmt. Sehe ich jedenfalls immer da drin. Irgendwie schon, ne? Ja. Aber es gibt irgendwie keine Story dazu. Oh, es gibt bestimmt Story dazu, aber... Meinst du? Kennen wir nicht. Vielleicht im Manga. Ah, Kampf-Pokémon können halt auch Gesteinsattacken haben, ne? Wobei... Nee, von Trainern so normalerweise nicht, ne? Die lernen die ja nicht selber. Das muss von man Trainern? Trainern. Ach, warte mal. Gestein- also so random. Also Kampf-Pokémon haben ab und an Gesteinattacken. Ja, doch, auch bei Trainern. Ja, aber eigentlich nur so bei Top 4 und sowas. Weil die haben ja dann TMs und alle anderen haben ja keine TMs. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Soll ich kurz nachschauen? Vielleicht. Wir wollen ja kein Risiko eingehen. Karadodes. Attacken. Kann ich mir gut vorstellen, dass Karadodes irgendwas in der Richtung hat. Sechste Generation. Nö, nur Kampfattacken. Okay. Ups. Hallo, das ist und Heimzahlung. Oh, Heimzahlung. Oh, das war nicht wenig Damage. Nee, das wäre dann das doppelte 140 oder so. Und ich habe kurz vergessen, dass Käfer auf Kampf ja gar nicht effektiv ist. Okay, und wieder raus mit Smilebo. ist das nervig. Schon wieder eine N. Ja, es sind viele von euch N. Ist das eine Grundding, um Admin zu werden? Oh, ein Reshiram. Ja gut, okay, ich verstehe, warum du der letzte Admin bist. Hui! Uiuiui. Machen wir erstmal eine Donnerwelle. Dönerwelle. Dönerwelle. Oh ja, lass alle Pokémon-Attackennamen auch umbenennen. Mhm. Ege-Samen heißt dann einfach nur noch Samen. Erdbeben aha. Heißt Erdbeere. Oh ja, das gefällt mir. Das macht okay einen Schaden. Feuer-Odem. Marilyn. Ah, okay, ich muss austauschen. Ich wusste gar nicht, dass Marilyn Monroe auch bei Team Flair ist. Doch, schon ja. Seit immer. Ja, aber damals war sie noch ein Mann. Warte, was? Ja. Was ich hier alles erfahre über die gute Marilyn. Ja, ne? Warum bist du nie paralysiert? War voll schön, dass das Pokémon Center nicht kaputt gegangen ist. Das wäre ja auch doof, da könnten wir nicht mehr hinfliegen. Ja. Weil die Ausgänge sind von dem Flair irgendwie blockiert. Ja. Stimmt, man kommt echt halt nur mit Fliegen rein, ne? Ja. Angenommen, du hast zu dem Zeitpunkt einfach kein Pokémon, was... Ach, dann kannst du sie jetzt fangen. Du ja, hast okay. Kein Geld mehr, um Pokébälle zu kaufen. Keine Träne mehr zu besiegen. Ich glaube, es gibt in jedem Spiel die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber ich bin gerade nicht sicher, wo... Bin mir sicher, man kann sich nicht aus da raus softlocken. Irgendwie geht das bestimmt. Biep, biep. Oh ja, du biep, kannst Zertrümmererfelsen kaputt machen, um Sachen zu bekommen, die du verkaufen kannst. Ja, stimmt. Sowas irgendwie würde schon gehen. Irgendwie in der Richtung. Meister Flordelis, Verstärkung. Okay, jetzt ist keiner mehr hier und ich kann mich dem legendären Pokémon widmen. Das ist doch supi. Aber erstmal heile ich nochmal alle meine Pokémon mit dem noch nicht genervten Hypertrank. Ah, da ist der Baum jetzt. Stimmt. Ah ja, bei dir ist ein Baum, bei mir ist ein Kokon. Ich kenne nur den Kokon. Das ist jetzt voll neu für mich mit dem Baum. Ich kannte nur den Baum. Baum. Der Kokon ist ein bisschen lame. Aber gut, der Baum Knack. Ist ein bisschen lame. Da ist Knackrack drin, das hat Knack gesagt. Ja. Stimmt, wir müssen noch raten. Garados. Ich sage, bei dir ist... Mark Brandt. Das ist sehr spezifisch. Garados ist weniger spezifisch. Aber die gleiche Chance. Nein. Schon. Okay, es schlüpft. Das Einzige, was wir tun können, ist kämpfen. Sicher. Team Flair Leo. Das ist bei mir das letzte Mal auch schon Leo. Das kam mir bekannt vor. Der Kokon. Und ich glaube, er hatte auch da ein Wheel hier. Ja? Das kam mir auch bekannt vor. Also wieder ein Matchup, wo ich Smetbo nicht benutzen kann. Cool. Was ist denn da überhaupt effektiv? Auf Pflanze, Gestein. Boden ja nicht. Kampf wäre effektiv. Dam, bam, 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 bam. Oh, Yveltal, du siehst so cool aus. Yeah. Seinen krassen Flügeln. Sein Y. Und der Y-Form. Es ist halt wirklich ein gutes Design. Ja, schon. Das ist schon gut gemacht. Die Pokémon-Designer machen immer einen guten Job.
Okay, ja, es ist ein... Na? Das darf doch nicht wahr sein! Das legendäre Kecleon! Kecleon! Lol. Oh, buh. Das ist aber traurig. Wenn es wenigstens eine versteckte Fähigkeit hätte, dann könnte man wenigstens irgendwas damit anfangen. Oh fuck, ich habe keine Flottbälle mehr. Oh. Warte mal, ich habe 4 Meisterbälle. Ich habe 4 Meisterbälle. Ach ja, ich habe ein Geschenk bekommen. Ja. Tja, will ich den Meisterbär für die Lulz benutzen? Ah nee, oder? Das ist halt die Frage, wie viele Encounter wir noch haben. Wir haben auf jeden Fall noch ungefähr... Also so ein paar Routen haben wir noch. Nicht mehr viele, aber ein paar. Dicke Straße, dann irgendwas davor wahrscheinlich noch. Ja, komm, let's go, Meisterball. Woo! Das legendäre wow. Kecleon muss im Ball bleiben. Ganz wichtig, ganz, dass wir es fangen. Ganz wichtig. Ich meine, ich habe 4 Stück davon. Ja, ich werde keinen benutzen, weil ich habe nur einen. Das ist okay. Ich glaube, einige der Zuschauer haben jetzt schon Krampfanfälle bekommen, weil ich den Meisterball auf den fucking Kecleon geworfen habe. Ja. Beim Beutefang passt es seiner Farbe der Umgebung an, nur das Muster auf seinem Bauch bleibt. Siehst du, es hat sich in der Cutscene einfach als Übelteil getarnt. Ach so. Es war gar nicht Übelteil, es war Kecleon, was sich rot und schwarz gemacht hat. Oh, krass. Gut, okay, was ist denn der perfekte Tarnung? Okay, haben wir schon Loki? Oh. Ich meine, welcher Gott passt denn besser zu Kecleon, was sich als Übelteil tarnt? Ja, aber Loki haben wir tatsächlich schon. Schade. Ah, echt? Ja. Schade. Was ist denn noch so ein Trickster-Gott? Oder irgendwas anderes? Hermes vielleicht noch? Hatten wir Hermes nicht schon? Nee, Hermes haben wir noch nicht. Bist du sicher? Ich habe zumindest kein X davor. Okay, Hermes der Götterbote. Hermes. Omot. Nee, Hermes. Omot hatte ich auch schon. Oh, Hermes wurde in den Himmel geschickt. Das nicht, ist aber nicht gut. Nicht also eigentlich gehört er dahin, aber... Ich würde sagen, nicht ganz falsch, aber schon irgendwie. Oh mein Gott, der hat einfach ein Pokémon, das ist höher als alle meine Pokémon. Oh. Ich möchte es nicht in mein Team aufnehmen. Kecleon nicht ins Team aufnehmen, ja. Oh, er hat Ampelleuchte. Okay, es macht nicht so viel Schaden. Steinhagel! Hey, Flordelis, du siehst fucking dumm aus mit diesen Dingern. Okay, ich habe Flordelis besiegt. Sehr gut. Flordelis? Ich meine natürlich Leo. Oh, glaubst du, Flordelis ist Citrus Vater mit diesen Dingern auf seinem Rücken? Er sieht ein bisschen aus wie so ein Bootleg-Victor-Skin. Ich hol mir das legendäre Pokémon zurück. Ja, du kannst Kecleon gerne haben. Auch ich besitze. Oh, warte, sein Mega-Pokémon müsste aber gerandomized sein. Ja, es muss irgendein Mega sein. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist kein gefährliches. Da könnte nämlich theoretisch was sehr gefährliches bei rauskommen. Mega-Meditales oder so. Macht oh Spaß. Ja, Lucario. Also er hat auf jeden Fall einen Galopper. Einen sehr schön passenden Hintergrund, muss ich sagen. Alles brennt und wir sind quasi auf der Sonne. Feuersturm. Ich hoffe, der Hintergrund sorgt nicht dafür, dass der Feuersturm stärker ist. Warum sollte? Witzig. Zwar sollte er aber nur witzig sein. Achso, wegen Team Flair und so. Ja, weil der Hintergrund halt wirklich brennt und der Boden auch und alles. Oh, okay. Alles klar. Ach, oha, die haben voll das coole Team. Die beiden, die zusammenkämpfen. Cesurio und Cherox. Das ist echt in der Tat cool. Er hat ein Volcanion. Oh, das ist auch richtig cool. Ja, ich überlege gerade, was ich dagegen einsetze. Wasser ist immer noch sehr effektiv dagegen, oder? Nein, Wasser auf Wasser ist nicht sehr effektiv. Ich habe kein Elektro, ich habe nicht wirklich Boden. Gestein will ich nicht einsetzen. Tja. Ich meine, Wasser ist immer noch normal effektiv. Ich nehme, glaube ich, trotzdem. Nee, der hat H2 Ops, aber der hat H2 Ops, aber der hat H2 Ops. Ach, verdammt, jetzt habe ich schon reingewechselt. Das ist mir gerade erst eingefallen. Blöd. Oder hat er da H2 Ops? Doch, ich meine, er hat H2 Ops, aber. Ja, dann kann ich ihm keinen Schaden machen. Lol. Das Cherox hat einfach auch Nachthieb. Die haben einfach beide Nachthieb. Und die haben beide meinen. Ach man. Also, was? Ich gucke jetzt einfach mal, ob er H2 Ops aber hat. Er hat H2 Ops aber.
Das ist gar nicht so einfach, der Kampf jetzt hier. Ja, Doppelkämpfe können schwierig sein. Ja, vor allem, wenn ich von beiden gefokust werde. Was soll der Scheiß? Highlight um 1. Boah, was mache ich denn jetzt gegen Volcanion? Level 51. Oh, und mein Partner-Pokémon setzt gerade die rechte Hand ein. Ey, es hilft dir ein bisschen. Ist das nicht nett? In jetzt Wunder, wo ich geheilt habe. Oh. Ja, oh. So, Aurasphäre. Durchbruch. Ich habe halt auch einen Chillabell als Partner gegen zwei Stahl-Pokémon. Das ist ein bisschen traurig. Ja, das ist nicht optimal, das stimmt wohl. Aber hey, es benutzt wenigstens Spaßkanone. Yay! Meinst du jetzt Hydro-Pumpe ein? Mal gucken, wie Mars das standhält. Mars, du hast eine Offensivweste, glaube ich. Und Durchbruch, das solltest killen. Okay, Volcanion ist weg. Nice. Huff, okay. Was hat er jetzt? Girafarig. Ja, ich denke, das ist kein Problem. Das muss für ihn jetzt sehr lustig aussehen. Ich wechsle Mars aus und Mars kommt wieder rein. Ach ja, stimmt. Ah, nee, warte mal. Oh nee, jetzt ist jemand anders hinten, weil ich schon ein bisschen hin und her getauscht habe. Ja, okay, ich habe ihn geschafft, den Kampf. Sehr gut. Ich war kurz im Zittern, aber... Ich glaube, gleich müssen wir eh die Folge beenden. Das heißt, dein VD ist und mein VD ist. Ich mache noch kurz das letzte Pokémon und gucke, ob es ein Tornupto. Also hat er doch kein Mega. Hm, schade. Ich meine, ich bin nicht traurig drum. Soll ich dann jetzt hier warten? Ja, ne? Ja, ich bin gleich so weit. Ich muss nur das Tornupto besiegen. Level 53. Surfer! Ja, Flammenwurf ist okay. Das macht nicht viel Schaden. Aber natürlich verbrennst du mich noch. Das musst du mir jetzt noch reindrücken, Flordelis. Na klar. Und One-Shot. Yes! Nice! Nice. Jetzt gehe ich kurz aus dem Kampf raus und werde dann speichern. Oh, wein, ich bin verliert. Ich werfe meine VR-Brille auf den Boden. Die war teuer. Bennett gewinnt ganz viel Money. Yeah. Moment, da kommt noch eine Cutscene, wo Flordelis ganz krasse Schmerzen hat. Okay, dann werde ich jetzt mal kurz speichern. Okay, Emulation, Spielstand speichern. Da. Passt auf eure Brötchen auf, wenn ihr sie die Mikrowelle tut und bleibt stabil. Genau. Und wir sehen uns und beim frohes neues Jahr. Ja, genau. Das sollte ja auch nochmal gesagt werden. Genau. Habt ein schönes 23. Yeah. Bis dann und ciao. Bye bye.